Denn das ist ja wirklich eine Auszeichnung, die in den letzten Jahren immer eine ganz besondere Würdigung auch in der Öffentlichkeit gefunden hat, zu Recht, wie ich finde. Denn Freiwilligenarbeit bei uns in Deutschland ist ja mittlerweile eine wesentliche Stütze unserer gesellschaftlichen Struktur geworden. Und wie unser Bundespräsident gestern gesagt hat, wir dürfen uns aber nicht so selbstverständlich darauf verlassen, dass wir sagen, okay, das machen schon irgendwie die Freiwilligen. Unser Staat, unsere Gesellschaft muss sich eben natürlich auch nicht nur mit Freiwilligenarbeit organisieren, aber schön ist es, dass es mittlerweile bei uns in Deutschland so ein großes, so ein aktives Engagement gibt, aus Ihrem Kreis heraus. Und besonders, wenn Menschen, denen es nicht besonders gut geht, sich zur Aufgabe machen, anderen Menschen, denen es auch nicht gut geht, zu helfen, dann ist das eigentlich was wirklich ganz Großartiges. Und genau das hat Jasmin Erich getan. In deiner Freizeit für Kinder gesammelt, die nicht genug Spielzeug in der Kinderstation haben, weil du selbst gesehen hast, dass von allen vorhandenen Spielen und Brettspielen nur eins intakt war und alles andere unvollständig. Dann hast du gebackene Kekse in der Schule verkauft und hast mit Hilfe auch des Vaters die Spendendose, mit denen die Firma in seinen Beruf genommen hat, zur Arbeit. Und du bist noch durch die Nachbarschaft gegangen und hast noch weiter Gelder eingesammelt, und selbst geht es dir nicht gut, weil du auf ein Herz, auf ein Spenderherz seit einem Jahr wartest, und deshalb setzt du dich auch ein für Spenderherz oder für Spenderorgane, für Organspenden, weil du eben weißt aus eigener Anschauung und Erfahrung, wie unangenehm das ist, und trotzdem verlierst du nicht den Mut und sagst dir, anderen soll es besser gehen, wir sind eine große Familie, und du konntest 400 Euro den kleinen Herzen überreichen. Und das ist eine ganz große Tat. Und deshalb kriegst du auch den Leinestern, das ist eine Art Oscar. Den Oscar. Den Oscar gibt es normalerweise für hervorragende Leistung im Film. Aber die ist ja noch viel großartiger, denn du hast eine wunderbare Rolle im wirklichen Leben gespielt und bist uns allen ein Vorbild. Also ich bin Jasmin, ich bin 13 Jahre alt, werde aber auch noch 14 am 23.08. Und also ich habe das halt für meine Station und für die kleinen Herzen gemacht, davon die Vorstandsvorsitzende ist Ira Thorsting. Mit der sind wir auch sehr gut befreundet, und dann bin ich hier rumgegangen im Ort, habe halt an jeder Tür geklingelt, habe halt gesagt, dass ich selber ein halbes Herz habe und dass es auf der Station ziemlich wenig Spiele gibt und so, und dass ich dafür Spenden sammle, und habe den halt auch Flyer verteilt und so, und bei Papa da haben wir auch ganz viel Geld gesammelt, in der Schule haben wir Waffeln verkauft, ja. Und dann haben wir das halt in der MAH übergeben, und ich habe auch noch Spielzeug von mir gespendet und Kuscheltiere. Ich mache sowas halt gerne, weil ich weiß, wie es ist, wenn man da nicht wirklich viel auf der Station machen kann. Es ist langweilig da. Ja, habe ich eigentlich auch nicht gemacht bis jetzt. Die Sparda-Rhein-Hofer-Stiftung, wir wollen es nochmal sagen, ohne die diese Veranstaltung und dieses ganze kleine Sternengagement nicht wirklich wäre. Einsam fast zerbricht, das fürchtet sich, spürt es das Große nicht. Ein großes und ein kleines Herz gemeinsam, die brauchen sich, sonst fühlen sie sich einsam. Kleine Herzen haben Angst in der Nacht, große Herzen heißt das aufgewacht. Gemeinsam, da könnt ihr was bewegen und das Große zu den kleinen Herzen legen. Wenn große Herzen für
kleine Herzen schlagen, kann man was verändern, man muss Tränen nicht ertragen. Große Herzen brauchen wir so sehr, und es werden immer mehr.